Heute ein wichtiger Tag aus meiner Sicht und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist das Narrativ. Inflation sei vorübergehend, ist inzwischen so mausetot, dass es schon tot da gar nicht mehr geht. Und das zweite Narrativ, das dreht sich um Gold, da hat sich etwas verändert. Dazu gleich mehr. Kommen wir erstmal zu dem Thema Inflation, meine Damen und Herren. Heute die US-Verbraucherpreise höher als erwartet mit 5,4% zum Vorjahresmonat. Aber es hat sich ein neues Muster herausgebildet. Heute haben sich viele wichtige Finanzchefs geäußert, etwa der Chef der Deutschen Bank, Sewing, Inflation probably here to stay, wird also wahrscheinlich bleiben. Larry Fink von BlackRock, Inflation definitely not a transitory. Dann von Goldman Sachs heißt es, größtes Risiko, das die Märkte derzeit haben. Und selbst JP Morgans Jamie Dimon sagt ja, also die Inflation wird sehr wahrscheinlich nicht in den nächsten Quartalen nach unten gehen. Das ist der totale Abgesang auf dieses Mantra transitory, das die Fed ja lange geritten hat. Und wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, dann sehen wir, dass da ein ziemlich dickes Problem schlummert, denn wir haben jetzt diese mittelfristigen Komponenten, die deutlich anziehen, während diese vorübergehenden Komponenten deutlich nachgelassen haben. Erstmal hier diese Owner's Equivalent Rent, jetzt um 2,9% gestiegen und da kann noch einiges kommen. Wir haben dann auch die Mieten an sich, die sind so stark gestiegen wie seit dem Platzen oder wie kurz vor Platzen der US-Immobilienblase nicht mehr. Und wir haben auch wieder weiter steigende Preise für neue Autos. Dagegen Airfares, also praktisch Flugzeugtickets, die sind zurückgekommen, dürften aber dann irgendwann wieder anziehen. Aber wenn wir uns mal hier eine Analyse, eine Interpretation der Commerzbank anschauen, die kann ich nicht so eng komprimieren, dass Sie das lesen könnten, aber hier will ich Ihnen mal das Wichtigste sagen. Der Blick zeigt, dass die mittelfristigen Inflationsrisiken zugenommen haben. Hier deutliche Preisrückgänge bei diesen kurzfristigen Komponenten wie Mietwagen, Gebrauchtwagen, Hotels, Flugtickets, die waren ja massiv nach oben geschossen, die kommen jetzt wieder zurück. Aber es sind andere Preise wichtiger, das gilt etwa für Mieten und die kalkulatorische Miete, das ist diese Homeowners Equivalent Rent. Diese machen etwa ein Drittel des gesamten Warenkorbs aus und verändern sich eher langsam. Auf hohe Anstiege folgen eher weitere hohe Raten. Das ist auffällig, dass es hier deutlich nach oben gegangen ist und das wird bedeuten, dass wir sozusagen mittelfristig weiterhin deutlichen Inflationsdruck haben. Das sagt auch Michael Sarve von Nordea. Der sagt hier, wir haben steigende Mieten, wir haben einen sehr engen Arbeitsmarkt, wir haben Lohndruck und Lohnzuwächse, gleichzeitig niedrige Produktivität. Mithin also haben wir das Risiko einer deutlich höheren Inflation und das heißt nichts anderes, als dass diese Inflation eben nicht transitory ist und das war ja die Beruhigungspille für die Märkte seitens der Fed. Wenn man sich die Daten auch genauer anschaut, dann sieht man, dass die Fed vielleicht, oder nicht die Fed, sondern das Bureau of Labor Statistics, dass die Daten ja erhebt, vielleicht ein bisschen getrickst hat oder ein bisschen hinterher ist mit der Berechnung. Es gibt ja hier die offizielle Berechnung, wie zum Beispiel Gebrauchtwagen hier berechnet werden. Wie gesagt, da sind die Preise angeblich zurückgegangen. Es gibt aber hier das privatwirtschaftliche Institut Mannheim, das zeigt, dass die Preise eigentlich massiv jetzt nach oben gegangen sein müssten. Mithin dürfte da noch etwas kommen, also auch die Gebrauchtwagenpreise dürften wieder steigen und wir sehen auf der anderen Seite etwa Umfrage und Produzenten, die sagen, also wir haben eine solche Preissetzungsmacht wie noch nie. Sie sehen, wie praktisch dieser Chart nach oben geht. Also noch hat man diese immense Preissetzungsmacht. Auf all das reagieren jetzt die Märkte, etwa die Fed Fund Futures, die praktisch die Zinsentwicklung als Future einpreisen. Und hier erwartet man jetzt die erste Zinsanhebung, nicht Tapering, erwartet man im September 2022, glaubt aber gleichwohl, dass das ein Fehler ist, weil eben diese Straffung der Geldpolitik, die dann kommt, letztendlich die Wirtschaft abkühlen wird. Gestern hatte ja Bostich interessanterweise gesagt, ja, es ist immer klarer, dass diese Episode jetzt zu Preisdruck geführt hat mit diesen ganzen Supply Chain Disruptions, also diesen Lieferkettenproblemen, dass das nicht kurzfristig sein wird. By this definition, then the forces are not transitory, war also der Erste, der ganz klar das Transitory Mantra eigentlich kaputt geschossen hat. Jedenfalls sehen wir jetzt die Fed vor einer schwierigen Situation. Michael Ashton bringt das auf den Punkt, Transitory ist tot, also jetzt gibt es viel zu viel Liquidität.
Und die Fed kann nur zwischen zwei Optionen wählen. Entweder sie entzieht Liquidität dem Markt, und dabei geht es nicht nur um Tapering, also die Reduzierung der Anleihekäufe, sondern es geht konkret um Zinsanhebungen, eben Liquiditätsentzug, oder sie lässt sozusagen diese Asset Bubble sich weiter aufblähen und riskiert, dass 90% der Leute dann einen massiven Kaufkraftverlust haben werden. Das ist genau diese unschöne Alternative, vor der die Fed steht, angesichts auch eben dieser Supply Chain Problems, dieser Lieferkettenprobleme. Hier ein Artikel auf Bloomberg, der heute sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Hier sehen wir mal Nennungen von Supply Chain bei Earnings Calls, also bei Calls, wo dann Unternehmenschefs mit Analysten sprechen. Absoluter Hochpunkt, den wir jetzt sehen. Und hier wird sogar gewarnt, dass wir in der Urlaubszeit sogar einen Zusammenbruch der Lieferketten sehen könnten. Etwas apokalyptisch, aber wir sehen jedenfalls, die Problematik ist ganz klar da. Und die Märkte reagieren auch in Europa darauf. Wir sehen hier die Inflationserwartungen in der Eurozone jetzt auf dem höchsten Stand seit 2014. Aber wir haben natürlich Marcello Fracellino, den ich heute schon morgen im Videoausblick ausführlich habe bedenken können mit einigen Kommentaren. Der hat heute einen interessanten Tweet abgesetzt. Die Inflationsillusion, die gefühlte Inflation liegt 4-5% höher als die wirkliche Inflation. Unsere verzerrte Wahrnehmung, wir nehmen Preisveränderungen stärker wahr, als wenn Preise gleich bleiben, und Preissteigerungen mehr als Preissenkungen. Unbedingt, Marcello. Wir sehen hier zum Beispiel heute gewissermaßen rein emotionale Wahrnehmung, dass die Spritpreise weiter steigen, 9-Jahres-Hoch, Diesel nähert sich dem Allzeitrekord. Also das ist nur gefühlt, meine Damen und Herren. Sie müssen immer denken, dass das nur gefühlt ist. Dann wird es weniger schlimm. Und heute interessanterweise dann ein Kommentar im Handelsblatt, auch den kann ich nicht so komprimieren, dass Sie ihn lesen könnten. Da heißt es, unbelehrbare Ökonomen, und Marcel Fratscher hat ja kürzlich erst im Handelsblatt einen Gastkommentar verfasst. Hier also jetzt ein Kommentar im Handelsblatt, unter anderem über Fratscher, unbelehrbare Ökonomen. Ein Teil, hier wird ein bisschen über Isabel Schnabel gesprochen, die zumindest dann ihre Meinung etwas revidiert hat. Unbelehrbar ist aber der umstrittene Talkshow-Ökonom Marcel Fratscher. Der wechselt seine Erzählungen mittlerweile wie andere ihre Unterhemden. Noch vor einem Jahr behauptete der DIW-Präsident, die Inflation sei das größere Problem für die nächsten Monate und Jahre. Eine glatte Fehlprognose. Andere würden in Schutt und Asche gehen. Doch Fratscher lässt sich wieder etwas Neues einfallen. Die Inflation soll zur Weltrettung vor dem Klimawandel dienen, der Wirtschaft könnten so Beine für die Transformation gemacht werden. Auch sein Hinweis, die Bundesbank hätte einst höhere Inflationsraten zugelassen, ist wissenschaftlich unrätlich. Der wirtschaftsweise und international anerkannte Finanzmarktökonom Volker Wieland wies zu Recht darauf hin, dass das Inflationsumfeld vor allem in den 70er Jahren ein anderes war. Also da ist einer ein international anerkannter Finanzmarktökonom und der andere ist ein Talkshow-Ökonom, nämlich Marcel Fratscher, so wird das hier bezeichnet, will ich nicht weiter kommentieren. Aber es zeigt, dass dem Marcello so langsam ein bisschen Gegenwind vielleicht entgegenweht. Den Märkten auch große Frage. Wir haben ja die Situation, dass trotz der hohen Inflation die Märkte heute nicht so richtig fallen wollen. Es geht nicht so wirklich nach oben. Nasdaq heute der bessere Index. Wir sehen auch, dass die Renditen nicht steigen, trotz der höheren Inflationsdaten heute, sondern tendenziell fallen. Und wir haben natürlich jetzt schon eine gewissermaßen negative Stimmung. Es ist schon Angst im Markt, sichtbar im Fear and Greed Index. Wir sehen aber auch ein relativ hohes Put-Volumen. Hier etwa beim Nasdaq Put-Call-Ratio etwa bei 0,8. Das ist schon sehr viel, heißt aber immer noch, dass es mehr Calls als Puts gibt, also mehr Wetten auf steigende als auf fallende Kurse. Sentiment Trader sieht da so zu sagen, einen potenziellen Kontraindikator. Wenn wir uns auf der anderen Seite aber mal Wachstumswerte anschauen, wie sie etwa im Russell 3000 vorhanden sind, dann sehen wir, dass fast 70% dieser Werte kein Geld verdienen, sondern Geld verbrennen. Das ist also unglaublich, was da an Bewertungen nach wie vor der Fall ist. Und wenn da mal die Luft rausgelassen wird, dann könnte es unschön werden. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Narrativ, meine Damen und Herren, und ein sehr wichtiges Narrativ. Wir sehen, dass der Goldpreis heute gestiegen ist, obwohl die Inflationsdaten höher waren. Und jetzt hat ein Kommentator bei Finanzmarktwelt, wie ich finde, eine extrem treffende Analyse gemacht. Er hat gesagt, wenn die Goldbullen Glück haben, dann markiert der heutige Tag den Wendepunkt nach oben. Das würde bedeuten,
Leuten, dass sich das Narrativ ändert. Es ist nicht mehr Inflation ist gleich steigende Zinsen, ist gleich Gold unattraktiv, sondern es lautet Schulden zu hoch, Zinserhöhungen nicht dauerhaft möglich, entweder Rezession wegen Policy Error, also Zinsen zu stark angehoben durch die Fed, oder die Geldpolitik ist außer Kontrolle, dann eine Währungsreform oder ein Einbruch der Zinsen. Gold bietet daher dann eine gewisse Sicherheit. Das ist eine wirklich extrem intelligente Analyse, die vielleicht erklärt, was da der Fall ist. Wirklich eine Änderung des Narrativs, die wirklich sehr spannend ist. Schauen wir uns abschließend nochmal Gold im charttechnischen Bild an. Da sind wir nach wie vor in diesem kurzfristigen Abwärtstrend. Wir müssen da über diese Zone $1,800 drüber. Dann wäre dann auch der Weg frei bis 1830, nächster Widerstand, aber da ist was möglich, da wäre was drin. Kommen wir noch zu dieser abschließend, zu dieser Energiegeschichte, Energy Crunch. Hier sehen wir, dass zum Beispiel sehr wichtige Industriezweige, eine Firma etwa Nyrstar, einer der größten Zinkproduzenten, der hat jetzt 50% seiner Kapazitäten stillgelegt, weil eben die Energiekosten so stark gestiegen sind. Das wiederum treibt dann den Zinkpreis nach oben, klar, weil weniger Angebot dann am Markt ist. Und die Stahlproduktion in China wird absehbar sinken, wie Christophe Barrault hier zeigt. Eben aus Umweltschutzthemen auch, Olympiade steht vor der Tür, Winterolympiade in Peking. Und einer, der das auf den Punkt gebracht hat, ist heute Putin, nämlich was da in Europa los ist. Er sagt, Ölpreis ist bei $100 jederzeit möglich, beschreibt die Fehler, die Europa gemacht hat. Und das kann man ja sehen, oder Putin kann man ja sehen, wie man will. Einige finden ihn schrecklich, andere finden ihn gut. Russland ist mit Sicherheit kein wirklich demokratischer Staat, sondern ein autoritärer Staat, das ist völlig klar. Aber man darf dennoch nicht verkennen, dass Putin da wahrscheinlich einige Punkte hat, so wie Javier Blas das bestätigt. Javier Blas ist der führende Energieexperte bei Bloomberg und der sagt, ja, kann man mögen oder nicht, was der Putin da sagt, aber es stimmt leider. Gerade mag man es wahrscheinlich nicht, wenn man als europäischer Konsument davon betroffen ist, aber es ist eine Lehrstunde in Energiegeopolitik, die heute Putin gegeben hat, und das wird vielen nicht schmecken, vor allem europäischen Politikern, vor allem deutschen Politikern, so Javier Blas, und das bringt es auf den Punkt. Darüber hat mein Kollege Claudio Kummerfeld einen interessanten Artikel geschrieben, den ich wieder unter dem Video verlinke. Wenn Sie mal eine Lektion in Energiegeopolitik bekommen wollen, dann sollten Sie das lesen, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und denke, wir haben heute einen wichtigen Tag erlebt, der eine gewisse tektonische Verschiebung bringen wird. Wir werden sehen, wie sich das Ganze auswirkt. Ihnen das Allerbeste. Lesen Sie den Artikel. Ich sage Servus und Ciao.